Hallo und herzlich willkommen zu meinem Erfahrungsbericht vom PrimeTab T13B von Trackstore. Das ist das Volkstablet, so bezeichnet es der Hersteller. Ob man den Namen mag oder nicht, darüber kann man diskutieren. Allerdings, ich habe es mir angeschaut die letzten paar Wochen und deswegen erfahrt ihr im folgenden Video, was ich davon halte, was geht nicht, was ist gut, was ist schlecht. Alles das gibt es im folgenden Video. Das ist es also. Das Volkstablet um 3,99 € aktuell zu kaufen, das ist ein Kampfpreis. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass ich dafür ein Tablet bekomme mit vollwertiger Tastatur, mit großer Tastatur, mit Aluminiumgehäuse, mit vielen Anschlüssen, mit MicroSD-Slot, mit Lautstärkeregelung, okay, das ist jetzt nicht so sophisticated, mit zwei USB-A-Anschlüssen, USB 3.0, mit Kopfhöreranschluss und dann auch noch USB-C. Hinten unter diesem relativ sehr stabilen Standfuß, auch aus Metall, finden wir eine M2-SSD-Platte. Damit kann man den eingebauten 64 GB Speicher erweitern. Also, wie ihr seht, hier ist alles dabei. Was ich noch nicht so ganz überlauert habe, und da hat es auch nach einigen Wochen nicht dazu gereicht, wie man dieses Tablet vernünftigstenfalls, wenn es so am Tisch liegt, am schnellsten aufbaut. Aufklappen, aufstellen, ausklappen, zack. Ja, könnte noch ein bisschen effizienter sein. Einloggen geht bei einem Tablet um 3,99 € mit Fingerabdrucksensor und das finde ich mal absolut genial. Ich könnte jetzt, wenn ich Fotos bearbeiten wollte, einfach die MicroSD-Karte reingeben. Das könnte der da hinten nicht. Ich bräuchte einen Dongle, Adapter, einen Cardreader und sonst noch irgendwelchen Firlefanz. Das kann dieses Teil hier schon. Wir haben natürlich, wie man sieht, einen Browser eingebaut. Ich habe das ganze Tablet nur getestet mit den eingebauten Möglichkeiten. Jetzt hätte ich 1000 verschiedene Browser installieren können, mich mit Cloud-Services, die ich sonst verwende, synchronisieren können. Ich hätte mit Google Docs Dokumente bearbeiten können. Natürlich kann man das alles hier. Ich wollte aber das Ganze mit den Bordmitteln machen. Ich wollte diese Tastatur benutzen, ich wollte keine Maus benutzen, den Browser da Internet Explorer Browser zu nennen, ist so eine Sache. Aber darüber wollen wir hier jetzt nicht diskutieren. Ich habe den Internet Explorer benutzt, der da drauf ist. Ich habe den Artikel zum PrimeTab geschrieben. Ich kann hier natürlich, wenn ich die Taste finde, auch meine Seite ansurfen. Zum Beispiel, das funktioniert alles einwandfrei. Man kann dieses ganze Surfen am Sofa sitzen, normales Computerzeug machen. Office wird mitgeliefert. Darauf Dokumente schreiben, aufmachen, anschauen, E-Mailen und. Diese ganze tägliche Office-Tätigkeit, das kann ich hier alles machen. Ich kann mit der Tastatur auch ziemlich gut schreiben. Die ist vollwertig, wie gesagt. Ich kann hier meine Griffel drauflegen und ganz normal schreiben. Allerdings, man muss sagen, wenn die angeklappt ist, jetzt hier dieser Winkel, das ist zwar ganz toll zu schreiben, aber das Problem ist, sie verliert manche Tastenanschläge. Deswegen empfehle ich das so zu machen. Man kann immer noch sehr angenehm schreiben und hat dann den Vorteil eben, dass die Tastatur flach liegt und dass man keine Buchstaben verschluckt. So. Natürlich aber, da das Ganze ein Tablet ist, kann ich jetzt auch einfach sagen, flupp, ich nehme das vom Dock runter und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, ist vielleicht nicht ganz so smooth wie bei einem iPad, aber ich kann hier auch scrollen, ich kann hier meine Reviews durchschauen, natürlich mache ich das täglich, ich lese täglich meine eigenen Reviews, aber das funktioniert einwandfrei, also man kann hier wirklich diese täglichen Arbeiten verwenden. Was sind aber die Nachteile von diesem Tablet? Ich lese hier in meinem Spickzettel kurz ab. Was haben wir eingebaut? Wir haben einen N4200 Pentium Prozessor von Intel eingebaut mit bis zu 2,5 GHz. 4 GB RAM, das ist eher so am unteren Ende, und 64 GB eingebauten Speicher. 4 GB RAM ist jetzt mal nicht viel und wir alle wissen, Windows hat ganz gerne etwas mehr RAM und deswegen ist es etwas wenig. Das heißt, wir haben relativ wenig RAM. Mit dem eingebauten Speicher kommt man aus, wenn man sagt, okay, ich verlasse mich auf die Cloud, ich verlasse mich auf externe Datenträger, dann funktioniert das ganz gut. Dann haben wir diese eingebaute Grafik, die Intel HD Graphics 505, also wenn wir schon Englisch reden, dann richtig. Das ist halt alles so Basiskonfiguration, also Basis-Hardware generell, die man kriegen kann. Das ist okay, damit kann man Alltagsarbeiten machen, aber halt auch nicht mehr. Und da muss man sich natürlich als User dann überlegen, was will ich mit dem Tablet machen?
wenn ich gelegentlich Textverarbeitung mache, wenn ich ab und zu einen Drucker anstecke oder vielleicht einen Wi-Fi-Drucker habe und einfach nur mal so zum aus der Schublade rausnehmen, meine Office-Windows-Tätigkeiten machen, vielleicht der Verwandtschaft kurz, mit der Verwandtschaft kurz skypen oder eine Message schicken, das geht alles einwandfrei. Bildbearbeiten, RAW-Fotobearbeitung, Videoschnitt oder solche Sachen, das sind alles Dinge, die viel anspruchsvoller sind und entsprechend ist dieses Tablet dafür nicht geeignet. Aber wir haben einen tollen Bildschirm, wir haben einen scharfen Bildschirm, gute Farben, große Helligkeit, das sind alles Vorzüge. Wir haben Fingerabdrucksensor, der wirklich einwandfrei funktioniert, ein Trackpad, das zwar größer sein könnte, aber ebenfalls einwandfrei funktioniert. Das sind alles die Vorteile. Was ich ganz schlimm finde, sind die eingebauten Lautsprecher. Also bitte denkt daran, ihr braucht irgendwelche Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer, damit das funktioniert. Und was ich ganz komisch finde, ist der Anschluss des Netzgeräts. Dieser Anschluss des Netzgeräts ist hier. Das heißt, ihr habt quasi, wenn ihr das ansteckt, hier oben den Anschluss baumeln. Das wäre jetzt, glaube ich, keine Hexerei gewesen für einen Hersteller, den Anschluss hier zu machen. Oder hier. Aber bitte, daran soll es nicht scheitern, für 3,99 einen Komplettcomputer zu bekommen mit Touchscreen und allem Pipapo. Ich kann das Tablet empfehlen, ich finde es ganz gut. Man darf noch nicht zu viele Ansprüche an es stellen. Von daher, wenn es euch gefallen hat, die Review, ein Like bitte unten hinterlassen. Gerne abonnieren, gerne die Benachrichtigungen einschalten. Ich bombe euch auch nicht mit Videos zu, versprochen, das kommt relativ selten vor. Und wenn ihr alles nachlesen wollt, alle Details nachlesen wollt, dann geht auf www.macmaniacs.at. Da gibt es wie immer jede Review zum Nachlesen. Ciao, ciao.